Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Ach so. Und ich feuer auf den da, ey. Ich bin so doof. Sturmatronaten sieht man jetzt auch endlich mal. Okay, warte mal. Erst den. Dann die. Ja. Ah, eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Ups. Welche sind die meinen? Welche ihre? Ach so. Ich werde dafür bestraft diesmal. Ach, warte mal. Ich kann nur meine Kreatur umswitchen. Aber wie stelle ich das Ganze trotzdem an? Jetzt muss das doch stimmen. Stimmt immer noch nicht. Ach, ich bin so doof. Nein. Warte mal. Versteht das ehrlich gesagt noch nicht ganz. Mehr steht nicht dabei. Komisch. Nein!
verstehe das noch nicht ganz irgendwie. Die Tür ist aufgegangen und jetzt? Das ist überhaupt nicht eindeutig. Ich verstehe das noch nicht. Ich kann machen, was ich will, und alles stimmt irgendwie nicht. Mir reicht's, ich schlag das jetzt nach.
Ach so, warte mal. Ich muss auf den Tisch schießen, Robert. Aha, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ja, kam ich ohne auch nicht. Die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Oh Mann, ey. Ich bin echt nicht drauf gekommen. Ich dachte, hier ist so ein Rätsel. Weiß ich, was soll man da machen? Man muss auf die Zuschauer, muss auf einen der Zuschauer hier schießen. Alter, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, ey. Aua. Oh no. Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Moment, wo sind wir eigentlich hier? In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Ja. Mit wem habt ihr eigentlich da gerade geredet, Freund? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren. Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Ich habe es geschafft. Ich habe Pelagius Geist geheilt. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Oh lol. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Ach, der ja. Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck? Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Scheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen. Och, Marmorkuchen reicht auch. Oder Käsetorte. Ich wollte schon sagen, ja, warten jetzt. Komme ich jetzt raus oder nicht? Das war ja mal abgefahren irgendwie. Ich sehe es kommen. Ich komme raus und alle... der Wahnsinnige! Dieb der Tugend. Hey, sag bloß, ich bin nicht mehr müde.
Ach komm, ich penne hier mal zum Spaß. So, pass auf, ich gehe dann raus. Blauer Palast. Ach schon krass, auch hier gab es ein Tor zu Sheogorats Reich. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es... Ich höre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Was denn? Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden die Menschen von Parthengar immer sicher sein. Nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Hä? Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle? Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Ich habe, weshalb ich gekommen bin. Ich mache mich besser wieder auf den Weg nach Drachenbrügge. Macht euch keine Sorgen wegen der Wolfsschädelhöhle? Ich habe meinen Teil erfüllt. Drachenbrügge wird zusätzliche Wachen erhalten. Falk Feuerbart wird eine Möglichkeit finden, sich um die Höhle zu kümmern. Mich. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der Wolfsschädelhöhle braucht. Meint ihr diese Drachenbrügge-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Was soll's? Ich mach's trotzdem. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Hä? Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Und warum heißt sie Wolfsschädelhöhle? Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Tja, entweder Nekromantie oder Zweiglinge. Sag mal. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Aber mit dir stimmt. Der blaue Palast ist ein offenes Forum. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Du bist mir verdächtig. Ich kann auf so viele Arten und Weisen mit Menschen umgehen. Nur wenige davon sind angenehm. 100 pro eine Vampirin. Passt auf euch auf und denkt daran, in der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Ja. Sagt sie. Die ist 100 pro eine Vampirin, ey. 100 pro, ey, wenn die so Andeutungen macht. Da kommen wir schon. Die kriegen wir noch, ey. Das sag ich euch.